Ich grüße Sie, liebe Zuschauer. Nach kleinem Bug zum Start sind wir jetzt hier zugegen und ich möchte Ihnen hier heute die heutigen DAX-Spitzenreiter vorstellen. Der DAX selbst als Index, den schauen wir uns gleich mal an. Der zeigt sich hier momentan ja etwas gemächlich nach positivem Start. Wir hatten ja auch heute früh schon die positive Vektor- und Fuzzy-Logik erwähnt. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz den Post hier im Fokus DAX und Eurostoxx mit positiver Intraday-Fuzzy-Logik, also hier die Tendenzen nach dem Fuzzy-Pattern-Ansatz hier durchaus positiv. In Richtung 11.500 Punkte könnte DAX heute anziehen, rein statistisch gesehen, rein saisonal betrachtet. Starker Wochentag, starke Perspektive. Einzig unterhalb von 11.390 muss man eben aufpassen beim DAX selbst. Für die Aktien selbst, wie gesagt, geht es hier steil nach oben. Wir haben die Adidas, die ich jetzt hier nochmal im Tageschart hochlade, denn diese hatten wir hier unlängst schon gecovert und sie reißt einfach nicht ab in Sachen Trendbewegung. Wir sehen hier die Prognose, jüngst leichte Rücksetzer und in dem Zusammenhang eine fortwährende Aufwärtsperformance. Diese reicht jetzt hier auch unlängst dieses 50-prozentige Fibonacci-Retracement-Level. Hier, wenn wir drauf gehen, hier vom Höchststand, Verlauf so hier bis zum Tief vom Oktober. Und das ist schon mal eine wichtige Hürde. Faktisch aber, und das ist sehr interessant, sind wir immer noch in diesem steilen Aufwärtstrendkanal. Und diese ja, erwartete Trendtendenz ist tatsächlich hier weiterhin mit Ziel 75,10, 76,50 anzuvisieren. Also Adidas dürfte hier weiter nach oben vorn preschen. Einzig ein Unterschreiten der jüngsten Verlaufstiefs, die wir jetzt hier praktisch sehen, das hat sich hier als kleiner Unterstützungsbereich herausgebildet. Die Niveaus unter 68, 20, 68 wären dann sicherlich weniger konstruktiv für die Adidas-Aktie. Alles oberhalb dessen muss aber als hier ungebändigte Rallye-Fortsetzung angesehen werden. Die Adidas bleibt also hier weiter im stürmischen Aufwind. Einzig unterhalb von 68 sollte man hier dann temporäre Rücksetzer. Das wäre dann auch eigentlich nur als gutes Pullback-Level anzusehen. Wenn es hier Preise unter 68 gibt, würde die Aktie tendenziell schon oberhalb von 68, also hoch 68, oberhalb von 66 Euro roundabout, würde die Aktie hier schon wieder Potenzial auf der Oberseite besitzen. Das ist eine ganz, ganz annehmliche Geschichte. Wir sehen hier nämlich das vorherige Widerstandslevel, hier das 38er Fibonacci-Level. Hier haben wir eine Unterstützung, die Adidas-Aktie spätestens dort wieder nach oben führen dürfte. Stopmäßig müsste man dann allerdings hier knapp unter 66 Euro, also hier würde sich empfehlen 65 Euro glatt oder 64,90. Da soll der Stopp spätestens sitzen, denn gehen wir da runter, ja, dann könnte sich durchaus eine ausgedehnte Korrektur bis in den Bereich von 60 Euro darstellen. Doch soweit wollen wir gar nicht blicken, beziehungsweise gar nicht so tief. Wir schauen uns nämlich jetzt den nächsten Wert an, das ist die Fresenius. Auch die hatten wir unlängst gecovert. Müssen wir nochmal kurz. So. Müssen wir direkt nochmal reinnehmen. Jetzt schiebt sich die Lufthansa nach oben, aber das ist gar nicht so dramatisch. Aber auch hier sehen wir diese Projektion, die wir hier bei der Fresenius im Auge hatten. Grundsätzlich positive Tendenz, keine Frage. Wir hatten hier ein Konsolidierungsmuster nach dem Verlaufshoch. In Richtung dieser Unterstützung sehr markant der Bereich hier von 47, 47,10. Von da aus ging es hier auch interessanterweise oberhalb von dieser Aufwärtstrendlinie ausgehend wieder nach oben. Der Markt moved hier schön und hat jetzt hier mit diesem neuen Hoch eigentlich hier projektionstechnisch dieses Ziel jetzt hier vor Augen. Und ja, 57,50 € bleibt hier ein Ziel, was durchaus im März erreichbar scheint für diese Aktie, wenn es denn hier nach wie vor im Aufwind bleibt. Wir haben natürlich in Anführungszeichen am Markt leichte Überhitzungstendenzen. Das ist nicht zu beschreiten. Der DAX, wie er förmlich in einem 90-Grad-Winkel nach oben, immer wieder kleine Konsolidierungen bzw. ausgedehnte Konsolidierungen und dann kleine dynamische Aufwärtsschübe. Das kennzeichnet zurzeit den Markt. Aber was soll man sich gegen den Bullenmarkt stellen? Das sind hier die Projektionsziele und ein Umdenken wäre dann ohnehin erst notwendig, wenn die Indizes, Schrägstrich auch die Assets, die einzelnen Aktien aus den Indizes dann hier diverse Verkaufssignale liefern würden. Und das wäre hier zum Beispiel bei der Fresenius ein Rückgang unter 47 Euro. Wenn das geschieht, dann muss man sagen, okay, dann haben wir es wahrscheinlich mit einer größeren Konsolidierungswelle zu tun, aber auch erst dann. Und bis es soweit ist, kann es dauern, beziehungsweise vielleicht passiert es gar nicht. Und wir stehen hier noch eher, als wir uns jetzt vorstellen können, bei 60 Euro die Aktie. Es bleibt spannend. Die Märkte sind nach wie vor hier in einem Bullenrausch. Reiten wir den Bullen, solange es
aushält, solange er die Kraft dazu hat. Und in diesem Sinne würde ich mal bis zum Nachmittag verbleiben. Dann gibt es die nächste JFD Live Trading TV-Sendung. Dann hier mit einer Beschau der US-Märkte. In dem Zusammenhang viel Erfolg beim heutigen Handel noch und bis später, Ihr Christian Kämmerer.